So, zweiter Part von Let's Play StarCraft 2, Heart of the Swarm. Wir machen jetzt den Eliminator kaputt, der da vorne irgendwo rumgeistert. Da ist er. Ganz schön groß, das Teil. Steckt aber mal, also wenn er genauso wie ein Wachroboter ist, dann wird er nicht so eine Herausforderung. Hat aber einen lustigen Namen. Mal gucken, ob er den noch zurecht trägt. Ich weiß ja nicht, also... Irgendwie enttäuschst du mich, Kumpel. Tja, Sorry, aber du warst nicht so schwer. Ach ja, übrigens, ich spiele auf normal. Huch. Die Zerg haben die untere Ebene überrannt. Sie haben Glück, dass niemand getötet wurde, Kerrigan. Glück hatte nichts damit zu tun. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, wie gefährlich die Zerg sind. Ich schicke sie jetzt zurück in ihre Zellen. Danke. Ich öffne jetzt Ihre Zelle, falls Sie sich zu mir gesellen möchten. Und können Sie das nächste Mal Ihre Argumente vortragen, ohne das halbe Labor in Schutt und Asche zu legen? Nö. So, das war die erste Mission anscheinend. Ach so, das wäre auch noch hier so. Ach, okay. Also wie gesagt, wir spielen auf normal. Und ich würde mal sagen, ja gut, dass wir jetzt die alle Fabrik nicht vernichtet haben. Ja, komm, ne. Ich weiß nicht, warum die Belohnungen abgeschaltet worden sind, aber naja. Ich werde sie eh mehr als einmal durchspielen, insofern. Ja, und wir bleiben erstmal auf diesen lustigen Forschungshaufen. Naja, bin mal gespannt, was Jim dazu sagen wird, beziehungsweise welche Konsequenzen das für Kerrigan nach sich ziehen wird, weil ich meine. Nur so zu sagen, hier so gefährlich sind die Zerg eigentlich, Kumpel. Mit dem machst du keine Experimente, ist zwar eine schöne Sache. Ja, aber man, es hätte auch ganz anders ausgehen können. Ja, okay, ich denke noch zu sehr terranisch. Du hast da unten ordentlich aufgeräumt, Sarah. Tut es dir schon leid, mich zurückgeholt zu haben? Niemals. Ich habe gehört, was mit Tykes geschehen ist. Es tut mir leid. Er hat seine Wahl getroffen und ich die meine. Vielleicht hätte er mich töten sollen. Ich habe als Königin der Klingen Millionen abgeschlachtet. Das warst nicht du, Sarah. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und verschwinden von hier. Ich ziehe mich um und wir treffen uns in einer Stunde hier. Okay, das klingt gut. Mein Frachter ist startklar und wir können loslegen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Wieder fest im Sattel. Warum habe ich das Gefühl, dass es nicht so ganz funktionieren wird, einfach so das Labor verlassen? Naja, gut. Gibt ja nichts weiteres zu machen, insofern weiter geht's. Oh. Liga-Streitkräfte in Sektor 3, 4 und 6. Sarah. Vollständige Evakuierung erforderlich. Nova hier. Beginnt die Suche. Findet Kerrigan. Team Bravo, verstanden. Töten wird niemals enden, solange Mengsk lebt. Ich werde ihn büßen lassen. Schluss damit.
Reiß dich zusammen, Liebling. Team Bravo meldet euch. Hört ihr mich, Bravo? Alle Einheiten zu Sektor 6. Los, los, los! Wir müssen los. Es ist lange her. Das ist wie Radfahren. Wie Radfahren. Es wird interessant. Vor allem, dass Nova auch wieder da ist. Haben wir schon in Trailern unter anderem auch schon gesehen. Nun ja, Cutscene. Gut, jetzt müssen wir also aus dem Labor ausbrechen. Ich frage mich jetzt nur, wie wir abhauen wollen, weil da waren ja drei schwere Kreuzer am, ja, ich sag mal, Orbit. Und ich glaube nicht, dass die planetare Verteidigung bzw. die Laborverteidigung ausreichen wird, um da ein Loch zu schlagen. Also ich bin gerade am Nachdenken, wie die abhauen wollen. Wer weiß, ob wir Nova nochmal sehen werden. Auf jeden Fall, Kerrigan ist schon relativ menschlich, muss man sagen. Sie denkt so, wenn man ihre Reaktion sieht, wie sie mit Jim gesprochen hat, sieht man, dass sie nicht ganz so hasserfüllt ist. Also klar, sie will Mensch unbedingt umbringen. Aber wenn der Jim mit ihr redet, dann ist er wieder ein bisschen anders. Also, na, ich weiß noch nicht, was ich davon genau halten soll, aber es wird sich eh noch alles klären, denke ich mal. Ja, und ich freue mich schon richtig auf die nächste Mission. Also diese hier. Ich kann es an sich jetzt im Einlauf durchspielen, das Spiel, aber irgendwie macht das meine Arbeitszeit nicht mit, weil morgen geht es nicht wieder weiter. Naja, aber vier Parts machen wir heute auf jeden Fall, also mit diesem hier noch zwei danach. Und dann haben wir erstmal ein bisschen Stoff, das kann ich in aller Ruhe rendern die Woche und dann mal schauen, wann ich wieder weitermache. Ich meine, ich habe ja jetzt das Spiel installiert, ich habe es ja, insofern eilt es ja nicht unbedingt. Abgesehen davon habe ich den nächsten Tag auch ein bisschen viel zu tun, insofern ist es ja nicht so schlimm. Jim, können Sie mich hören? Hören dich. Kerrigan, es freut mich, dass Sie am Leben sind. Wir sind von Ihnen abgeschnitten. Sie müssen sich durch das Labor zur Bahn kämpfen, um zu Jims Frachter zu gelangen. Klar, Junior. Wir kommen zurecht. Eine Sache ist mir gerade absolut negativ aufgefallen. Jim hat ja, hier seinen Scheinwerfer. In Bewegung. So, und wenn er Kerrigan anleuchtet, hat sie ihren Schatten genau falsch rum. Ich bin bereit. Los geht's. Rücke vor. Na gut, das wurde ja auch groß angepriesen, dieses komische Charakterdings. Was haben wir denn hier so Lustiges? Es gibt Arbeit. Also Jim steuern wir nicht. Der läuft uns einfach wie in der Hundeleine einfach hinterher. Naja, was soll's. Guck mal. Da ist ein Marodeur. Ich setze ihn mit einer kinetischen Welle außer Gefecht. Was ist denn das? Gegner von rechts. Sicher. Ich sehe sie. Rücke vor. Tut sich auch wieder regenerieren? Irgendwie nicht so. Okay. Kinetische Welle, lustig. In Bewegung. Einsatzkommando der Liga. Helft uns, sie auszuschalten. Hab einen. Ja, warte mal. Heilbox. Erste Hilfestation wird euch heilen und einen Teil eurer Energie wiederherstellen. Dankeschön. Viel Glück. Ich verschwinde von hier. Verpiss dich. Scheint, als ob dieses Teil keinen Saft mehr hat. Verstanden. Sicher. Die Marines stehen ganz schön nah beieinander. Ich kann sie bestimmt mit zerquetschender Griff ausschalten. Was ist denn das? Boah.
Hey, du gehst in die falsche Richtung. Schon krass, was Kerrigan für lustige Sachen hat. Einsatzkommandos der Liga. Schau hoch. Oh, die haben diesmal taktische Schilde. Rücke vor. Ja, der ist durchgeplumpst. Wo wollen denn die Umoyaner hin? Vergiss sie, wir müssen weiter. Ich bin eine Ein-Frau-Armee. Schön. Ah, göttlich. Es gibt Arbeit. Sorry, aber da konnte ich das Lachen nicht verkneifen. Ja, erstmal schön drauf geparkt. Wir sind fast bei der Bahn angelangt. Sie wird uns direkt zum Shuttle-Hangar bringen. Der Korridor ist blockiert. Ihr müsst euch durch die Unterebene schlagen, um die Bahn zu erreichen. Na, tolle Wurst. Oh, Heilungspaket. Dump. Rücke vor. Valerian, bitte melden. Der Hauptkorridor ist blockiert. Kannst du die Seitentür A12 öffnen? Ja, kann ich. Aber seien Sie vorsichtig. Bei dem Angriff sind die Zerg aus ihren Käfigen entkommen. Ja, ich kann sie hier unten spüren. Aber ich denke nicht, dass ich sie wieder kontrollieren sollte. Darum werde ich dich nicht bitten. Wir kümmern uns darum. Ah. Die Tür öffnet sich in 3, 2, 1. Warum will sie die nicht kontrollieren? So viele Zerglinge! Das sind so viele? Gut, Kerrigan muss überleben. Ganz einfaches Missionsziel. Kerrigan, meine Streitkräfte haben die Kontrolle über die Sicherheitszentrale übernommen. Wir riegeln dieses Labor jetzt ab. Oh. Tu uns allen einen Gefallen und ergib dich einfach. Ich frage mich, ob jetzt, wir haben ja damals mit Jim Rayner in Wings of Liberty verschiedene Story-Wendungen gehabt. Wir versuchen uns einzuschließen. Komm schon, Schatz. Wir müssen es durch diese Türen schaffen. Mach mal. Scheiße. Auf Zeit, super. Also wie gesagt, wir haben ja damals, Story-Wendungen gehabt, wo wir uns entscheiden konnten, ob wir diesen Weg oder diesen Weg eingehen werden. Und ich frage mich gerade so ein bisschen, ob es auch einen Effekt hat auf dieses Spiel. Zum Beispiel, ob wir damals Tosh vertraut haben oder mit Nova gesagt haben, wir machen das schon. Also ob wir Tosh verraten haben oder nicht. Und irgendwie verliert sie gerade mir viel zu viel Leben. Gibt's irgendwo ein Health Pack? Ah, dankeschön. Thump. So. Hydralisk. Tschüssi. Und ihr könnt mal so baden gehen. Tod. Gehe voran. Das hier erinnert mich an früher. Was für früher? Ich habe mehr graue Strähnen im Haar. Und ich habe mehr Zerg im Haar. Genau. Tja, mit dem Haar müssen wir irgendwas machen. Wir haben es geschafft. Sicher? Gehe voran. Oh. In Bewegung. Rücke vor. So. Weiter. Sie sind dabei, den Bereich zu versiegeln. Wo haben die eigentlich Zugriff auf diese Systeme bekommen? Es gibt Arbeit. Valerian, hast du wieder gepennt? Stillhalten. Verstanden. Oh, was zum Teufel? Ein Ultralisk. Lasst uns mal sehen, wie ihm die kinetische Welle gefällt. Hat er überlebt? Ich sehe sie. Warum holen die Ultralisken hier ran? Meine Fresse. Oh, da ist einer sauer. Roger. Was für eine Sauerei hier unten. Wir haben zusammen schon Schlimmeres überstanden.
erfasst. Kerrigan und Rayner identifiziert. Super, für dieses Identifizieren hast du gerade dein Leben vergelassen. Da ist noch eine kleine Healthbox, die nehme ich mir mal so eiskalt mit. Mein Gott, Sarah, wie viele Zerglinge hast du erschaffen? Ja, vielleicht habe ich leicht übertrieben. Naja, leicht, ne? Tschüss. So, klar, ich könnte es auch mit den Schnelltasten machen, mit Q und W, aber... Zerstör die Trümmer! Wir müssen die Tür erreichen! Naja. Ist ja nicht so, dass wir noch viel Zeit hätten, ne? Und geschafft. Es gibt... Wir haben es geschafft! Kommt nochmal sowas? Überrascht dich das? Weiter! Es trennt sie nur noch eine Tür von der Bahnstation. Dankeschön! Huhu, lalalalalala. Wo war die denn hin? Ich bin eine Einfrau, Asi. Verstanden. Im nächsten Raum spüre ich eine deutliche Präsenz der Liga. Sicher. Was macht sie denn jetzt? Scheint mir ein harter Kampf zu werden. Sie haben da drin Zerg gefangen. Wir können diese Konsole benutzen, um sie zu befreien. Oder wir können damit die Gasverteidigung aktivieren. Oh, wie geil. Gasverteidigung oder Zerg? Gasverteidigung ist mir effektiver. Wir rücken aus. Das Gas hat nicht alle erledigt. Naja, besser als nichts. Los geht's. Ich sehe sie. Naja, alle nicht, aber ich denke jetzt einfach mal, mit den Zerg hätte ich vielleicht weniger erwischt. Und dann hätte ich immer noch die Zerg gehabt, die mich auch noch da im Weg stehen. Insofern war es mit dem Gas vielleicht doch schon die bessere Idee. Ich frage mich auch, was so eine Charaktereigenschaft ist, wenn ich jetzt sage, nee, ich mache lieber alles mit Zerg oder ich mache lieber alles jetzt ohne Zerg. Bin gespannt, ob es auch so, ob es so verschiedene Enden so gibt, so gesehen. Gehe voran. Naja, da gehe ich noch rein. Und tschüss. Rücke vor. Gehe voran. Wir haben es geschafft. Die Bahn fährt gleich los. Das ist eine Bahn? Dann gehe ich mal darauf, ne? Jim, wir sind auf dem Rückzug. Ich bin unterwegs zur Hyperion. Alles klar, Valerian. Sag Bescheid, wenn du auf der Brücke bist. Nur noch du und ich, Jim. Bewegung. Na, die Hyperion. Wow, was zum... Okay. Die Liga ist in den Tunnel eingedrungen. Das ist innovativ. Die Motoren verteidigen, ja klar. Okay. Wie gesagt, das ist innovativ. Bin mal gespannt, was jetzt alles hier auf mich zukommt. Oh, da kommt einer. Verstanden. Oh, warum mit so einem Teufel so ein scheiß Viking? Okay, in der Luft ist er ja nicht schlimm. Rücke vor. Ah, guck einer an. Ah, da ist er nicht so gut. Frag mich, was da. Was zum Teufel ist das denn? Die Bahn wird schneller. Bleibt konzentriert, Jungs. Kann ich das Schiff schon oder ist das ein neues gewesen? Es gibt ja auch neue Einheiten pro Fraktion. Die werde ich euch, wenn es geht, vielleicht... Junge, wirst du nicht gleich gerüstet? Oh, oh, ja, natürlich. Ich kenne sowas doch irgendwoher. Es nennt sich StarCraft 2 Turnier damals. Oh, nein, 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 daran denkst du gar nicht mal. Jetzt doch nie, die kenne ich, klar. Ich habe jetzt gerade nur den Namen davon vergessen. Hey. Wow. Raus aus dem Labor. Bis wir den Shuttle-Hangar erreichen, sitzen wir hier auf dem Präsentierteller.